Natürlich freue ich mich riesig, dass ich das geklappt hat, dass ich unterschreiben konnte. Ich hatte schon in den letzten Wochen super Gespräche hier, hatte eine Vorfreude darauf, hier zu unterschreiben, und dass jetzt geklappt hat, freut mich natürlich auch riesig. Du hast schon einige Spiele in der zweiten und auch in der ersten Liga gemacht. Jetzt zuletzt in der dritten Liga. Wie groß ist die Vorfreude jetzt auf die Herausforderung zweite Liga? Ja, genau, wie gesagt, ich habe in der zweiten Liga auch schon ein bisschen gespielt beim SC Freiburg, und es waren natürlich super Spiele, super Erfahrungen, vor allem in den ganzen super Stadien, in denen man in der zweiten Liga spielt, und von daher freue ich mich riesig, jetzt wieder in der zweiten Liga spielen zu dürfen. Der Blick in die Statistik zeigt, du bist ja auch überall, wo man nachschaut, als linker Verteidiger gelistet. Du hast aber auch schon ein Spiel als Innenverteidiger gemacht. Wie würdest du dich selbst als Spieler beschreiben und was ist so deine Lieblingsposition? Ja, in der Jugend habe ich in Freiburg auf der Innenverteidigerposition gespielt, bis ich dann zu den Profis hochgekommen bin. Dort wurde ich dann zum linken Verteidiger umgeschult und habe mich da auch super wohl gefühlt direkt und habe jetzt auch die ganzen letzten Jahre, also auch in Karlsruhe, Linksverteidiger gespielt. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall bin ich ein linker Verteidiger, der auch auf der Innenverteidigerposition spielen kann. Jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit, bis dann so richtig losgeht und du auch die Jungs kennenlernst. Wie verbringst du die Zeit bis dahin? Ich denke, auf jeden Fall nochmal in die Heimat fahren, meine Familie nochmal sehen. Ist ja nicht ganz so nah von hier. Und mit meiner Freundin nochmal vielleicht 2-3 Tage wegfahren. Ja, nochmal ein bisschen runterkommen auf jeden Fall. Dann aber schon heiß auf den Start am 25.06., oder? So sieht's aus, ja.